Abschied von Wolfgang Grahl. Der Rostocker Nachrichtenredakteur und Buchautor starb am 12. November an den Folgen seines tragischen Unfalls im Jahre 2010. Auf der Trauerfeier Anfang Dezember, zu der viele ehemalige Arbeitskollegen und Weggefährten gekommen waren, dankte Sohn Matthias allen, die seinem Vater in den letzten schweren Jahren zur Seite gestanden haben. Grahl war in den 70er Jahren dramaturgisch am Volkstheater Rostock tätig, unter der Leitung von Hans-Anselm Perten. Später arbeitete er unter anderem für die Norddeutschen Neuesten Nachrichten, die Mecklenburgische Volkszeitung, die Ostsee-Zeitung und zuletzt für den Fernsehsender TV Rostock. Als ehrlich, engagiert und mitfühlend beschrieb ihn Arvid Schnauer, Pastor im Ruhestand. Grahl sei einer der ersten Journalisten gewesen, die ihre Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit offenbart hätten. Er habe sich maßgeblich und als Mann der ersten Stunde für die friedliche Revolution eingesetzt, unter anderem mit dem Song »Es ist die Zeit« von 1989, der vom Musiker Johannes Pistor neu arrangiert wurde. Es ist die Zeit, jetzt was zu sagen, es ist die Zeit, jetzt aufzuschauen.